Hallöchen zusammen, da sind wir wieder und zwar mit der neuen Map-Vorstellung und zwar die Weichen 20, genau. Die Map-Größe hat 432 Megabyte, ist also nicht so ganz viel. Allerdings, was hier drin steckt an Dekoration und so weiter, an Höfen und Berglandschaft, ist schon richtig geil geworden, muss man schon mal sagen. Die Map hat 170 über 170 kaufbare Ländereien. 10 wirtschaftliche Betriebe. Ich habe schon überall mal Tiere gekauft, dass ihr auch sehen, seht, wo die Tiere so überall rumlaufen. Genau, würde ich einfach mal vorschlagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Karte mal zumindest schon mal an hier. Man sieht hier Standardfrüchte, keine Multifrucht verfügbar hier derzeit. Übrigens, die Karte ist die Version 1.0. So, dann gucken wir mal am besten. Hier haben wir auf jeden Fall meine Talstation. Wir gucken uns, wie gesagt, die nachher größtenteils mal an. Ich hoffe, ich kriege alles hier durch. Dann haben wir den Unterberger Hof, wir haben hier einen Nagelbauer Hof, wir haben den Zwerger Hof, wir haben den Stiglinger Hof, Stieringer Hof, ja, Stirlinger Hof heißt es eigentlich genau. Alter Gärtner Hof und dann haben wir hier noch der alte Karlinger. Hier haben wir noch die Reiter. Und hier haben wir noch den Sonnenhof. Und dann haben wir hier unten noch den Maschinenring verbaut. Und hier haben wir noch den Zwerger, genau. Und den Ritterhof. Der Hof mit, wenn ich das jetzt noch weiß, der einzigste Hof mit Schweinen. Genau. So. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir fangen jetzt einfach mal hier unten an. Da startet ihr eigentlich normalerweise auch immer. Da stehen auch eure ganzen Gerätschaften drin. Was die Verkaufsstellen angeht, müssen wir mal kurz gucken. Wir haben hier die Talstation zum Verkauf. Dann geht es hier rüber. Hier haben wir dann den Futterverkauf, den Viehhändler. Dann haben wir hier, natürlich, wie ich vorhin schon gesagt, den Maschinenring. Hier ist eine Tankstelle, hier eine BGA, hier ist der Shop. Wieder eine Verkaufsstelle am See. Lagerhaus, Kalkstation haben wir hier nochmal eine Tankstelle da oben. Die verschiedenen Höfe, wie gesagt, zeige ich nachher. Hier noch Saatbau Salzburg und Sägewerk ist hier. Dann haben wir nochmal einen Hof, ein großer See hier noch da oben. Ja, was die Felder angeht, nicht wundern, das Grüne habe ich jetzt, wie gesagt, schon alles gekauft, damit mir auch die Tiere dort euch. Ich euch mal zeigen kann, wie das mit den Tieren aussieht. Ihr habt zum Start eigentlich nur hier unten den Hof hier, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Genau. Felder könnt ihr hier wie gesagt kaufen. Hier unten stehen die Preise. Ich hoffe, man kann es vielleicht ein bisschen entziffern hier unten. Ich mache es mal so vielleicht. Na, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen entziffern, was die Felder so kosten. Das sind ja hauptsächlich Wiesen hier. Und dann haben wir hier unten noch einzelne kleine Felder, die ihr dann bewirtschaften könnt. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch das hier komplett umwandeln könnt als normales Feld. Ne? Mal so am Rande. Also ich denke mal, die Preise sind vollkommen in Ordnung für die Größe hier. Ich habe eine Karte nicht unbedingt für große Maschinen, eher was für kleinere Maschinen. Genau. So, also wie gesagt, die Felder, die Höfe müsst ihr, wie gesagt, alle kaufen. Vorher könnt ihr keine Tiere dort abladen bzw. kaufen. Ne? Also nur so, dass ihr das wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ihr gar keine Tiere am Hof kaufen könnt. So, also fangen wir mal hier unten an. Wir gehen hier mal rein. Zuvor noch die Abladestellen. Da sind sie. Und auch was sie so bringen vom Preis her. Bevor wir das nämlich hier vergessen. Dann die Maschinen, kommen wir gleich dazu. Tiere habe ich gesagt schon gekauft. Missionen gibt es auf dieser Karte natürlich auch. Gut. Fahrzeuge kommen wir jetzt dazu. Zum Start fuhrparkieren folgende Maschinen. Genau, hier seht ihr es ja schon. Brauche ich nicht arg viel zu sagen. Es sind eher kleinere Maschinen, weil was Größeres braucht ihr einfach nicht. Das ist völlig übertrieben. Also, ja. Wie gesagt, wir sind jetzt auf diesem Hof hier, dem sogenannten Nagelbauerhof. Genau. Hier geht es auch schon los. Hier stehen auch schon die ersten Maschinen
der Garage drin hier im Unterstand. Hier haben wir auch schon die ersten Tiere. Hier sind die Hühner stationiert, sagen wir es mal so. Die Hühner könnt ihr hier kaufen. Passt insgesamt 100 Hühner in den Stall hier. Ihr seht es ja hier. Genau, so sieht der Hof praktisch aus. Hier könnt ihr Futter reinwerfen. Und dann kann man noch hier rüber. Noch ein Silo hier. Und hier haben wir dann auch schon, das habe ich nämlich schon übersehen, nämlich ein ganz, ja, sag ich mal, lustiger Kuhhof hier. Kuhstall. Wie gesagt, das ist der Kuhstall. Und hier habe ich nämlich schon mal die Kühe vergessen, euch zu zeigen, wie es denn aussieht. Genau, mir geht einfach dann hin. Und da passen praktisch 150 Kühe rein. Und jetzt kommt die Besonderheit an diesem Hof jetzt. Hier können wir rumlaufen. Hier übrigens ein Silo. Ne? Da könnt ihr Silage herstellen oder so, je nachdem, was ihr wollt. Und jetzt kommt der Kuhstall. Hier haben wir praktisch den Kuhstall, der über die Straße drüber geht. Also im Endeffekt, die Kühe laufen hier rum bis hierher und gehen dann hier über die Straße und haben hier drüben noch ein bisschen Auslauf, hier unten noch ein bisschen was. Genau, geht bis hierher und das war es dann aber auch schon wieder. Ja, die können praktisch hier über die Straße dann wandern. So, hier haben wir noch Unterstellmöglichkeiten, hier nochmal Unterstellmöglichkeiten. Hier könnt ihr was hinstellen, hier geht es dann auch gleich mal abwärts hier. Klar, wir sind ja auch in den Bergen. So, das ist also sozusagen mal der erste Hof hier von vielen. Ne? Wir haben ja an die 10 Höfe hier. Genau, jetzt gehen wir mal zu den Unterberger Hof. Der ist hier. Gehen wir mal hier hin. So, hier ist Wohnhaus. Unterstellmöglichkeiten habt ihr auch mit einer Werkstatt drin. Gehen wir hier rum. Hier haben wir auch noch mal Unterstellmöglichkeiten oder was zum Reinkippen, je nachdem, was ihr halt machen wollt damit. Hier dann ein bisschen die Erstellmöglichkeiten, was hinstellen. Hier auch schön gemacht, so eine Kreuzung und überall hier auch teilweise solche Zäune am Straßenrand entlang. Hier haben wir dann nächste Kuhstall hier. Genau. Hier passen dann 100 Kühe rein. Die haben dann hier ihren Auslauf. Hier unten, wie gesagt, der Kuhstall, hier das Wohngebäude. Ihr habt dann noch auch Stellmöglichkeiten hier. Genau, da könnt ihr was reinkippen auch. Ja, auch schön gemacht. Gut. Jetzt würde ich vorschlagen, gucken wir mal, ob wir zum nächsten Hof irgendwie zu Fuß kommen. Ja, wir können zu Fuß. Ich würde Ihnen einfach mal vorschlagen, wir laufen mal hier rüber. Gehen hier den Berg hoch. Ich denke mal, so falsch kann es jetzt nicht sein, wenn wir hier hochgehen. Ich gehe mal ein bisschen höher, dass ihr was auch von dem Grün hier seht. Gehen noch ein bisschen hier hoch. Große Graswiesen. Kleine Wege, wie gesagt, nicht gerade für große Traktoren. Also ihr braucht ja nicht mit einem Achter durch die Gegend brausen. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Hier habt ihr dann auch noch ein Silo hier eingebaut. Da oben sind noch Unterstellmöglichkeiten. Müsst ihr halt dann die Wiese kaufen halt. Ne? Die könnt ihr hier praktisch für 308.000 kaufen. Das ist ein schönes großes Stück. Also die Karte ist sehr, sehr grün. Muss man echt sagen. Echt schön gemacht. Was mir auch noch eingefallen ist, gerade eben noch, die Karte ist Season's Ready und Menü-System. Das habe ich auch, die Mod habe ich auch drin. Hier hinten haben wir dann auch so einen Skilift hier verbaut. Auf der anderen Seite von der Karte ist nochmal einer. Hier liegt dann schon der nächste Hof. Alles schön im Grün gelegen hier. Man sieht es hier, Güllesystem, Güllebecken. Oh, okay, soviel zum Thema dazu.
Stall. So, hier sind aber jetzt nicht die Kühe hier, sondern die Kühe stehen hier drüben. Ne? Die sind hier. Und es waren, glaube ich, hier, glaube ich, an die 100 Stück, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ja, 75 Kühe passen hier rein. Hier habt ihr wieder das normale Bauernhaus. Man kennt es ja mit der Werkstatt drin. Also auch Multiplayer mit Sicherheit eine schöne Sache hier. Hier, wie gesagt, so eine kleine Wiese. Für 75 Kühe, genau. Hier nur Abstellplatz, das muss man hinstellen. So, das wäre schon mal das. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt gehen wir mal noch auf den alten Gärtnerhof da hoch. Es geht also immer weiter hoch. Hier haben wir dann noch Schafe. Hier ein reiner Schafshof mit ein paar Schafen drin. Kaufbar hier passen 75 Schafe hier rein. Hier hinten habt ihr dann noch Unterstellmöglichkeiten hier. Könnt ihr dann auch was reintun. Also genügend Platz, würde ich sagen, für einen kleinen Schafhof. Da benötigt man ja nicht so viel jetzt an Maschinen. So. Und ihr seht auch hier wieder schöne Landschaften hier. Immer natürlich dann auch wieder kleine Hütten hier. Verlassene Hütten, die man auch öffnen kann. Ne? Da könnt ihr auch eure Maschinen hier irgendwie unterstellen. Braucht ihr nicht immer alle mit nach Hause nehmen, wenn ihr hier jetzt eine Wiese hättet, ihr zum Beispiel. So, jetzt sind wir hier. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch auf den alten Hof da oben hoch. So, jetzt sind wir hier. Das andere Wohngebäude sieht auch wieder sehr, sehr, sehr schön aus. Schön dekoriert alles hier. Hier haben wir dann wieder die Werkstatt. Mal ein bisschen anders. Licht angeht jetzt hier wohl nicht, weil die Tür im Weg ist. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Hier ist ein Trog. Allerdings kann ich nicht sagen, der dürfte eigentlich nicht für die Hühner sein. Das habe ich im letzten Mal nämlich nicht gefunden hier. Das hier haben wir wieder ein reiner Kuhhof. Hier ist der Stall untergebracht. Hier habt ihr auch noch Unterstellmöglichkeiten. So. Und hier habt ihr, wie gesagt, die Kühe. Da passen 80 Kühe in den Stall. Ist jetzt nicht so groß hier. Auch ein kleinerer Hof. Das sind ja eigentlich alles kleinere Höfe hier, denn hier ist auch die Mischte hier. Hier kommt dann der Mist rein. Hier habt ihr dann noch eine kleine Baustelle hier. Oder, ja. Und ihr seht es ja auch hier. Hier geht es halt wirklich dann schön runter. Ist einfach herrlich hier. Ne? Hier nochmal ein Sessellift verbaut, hier geradeaus. Also echt schön gemacht. So, gut, wir gucken uns jetzt mal das Sägewerk an hier. Einen Schnitt voraus schreiben die hier. Könnte ja passen zu einem Sägewerk, ne? Sieht dann auch so aus. Dann geht es hier weiter zum nächsten Abladepunkt. Hier steht ja, eigentlich ist wahrscheinlich die Gräbacher Mühle, aber da haben sie einfach unser Lagerhaus draus gemacht. Das finde ich auch eine cool, schlechte Idee. So, und hier haben wir dann auch wieder, da oben haben wir dann auch schon mal ein Feld. Hier hinten. Muss ich bloß kurz überlegen. Da waren wir noch nicht. Hier auch dieser Hof, auch was Besonderes. Das Silo ist hier unten. Auch praktisch. Nicht direkt am Hof dran. Hinten kommt ein Wasserfall runter. Hier haben wir dann praktisch auch den nächsten Hof schon.
Hier habt ihr wieder Abstellmöglichkeiten, auch wenn es kleine Garagen sind, aber für Traktoren ist doch das perfekt hier. Hier haben wir dann die nächsten Kühe verbaut. Die haben jetzt hier deutlich ein bisschen mehr Platz hier. Geht halt wirklich bis hier hinten hoch. Und es ist einfach auch schön gemacht. Die laufen hier wirklich einen Berg hoch. Das ist einfach schön. Ne? Auch schöne feine Sache hier. Gut. In diesen Stall passen dann. Ich glaube, das war da hinten. Genau, hier ist es doch schon. Passen 120 Kühe. Hier wieder Mischtplatz. Hier noch eine kleine Rampe. Hier noch ein Fahrsilo. Da oben wieder Stellmöglichkeiten zum was unterstellen hier. Hier kann man dazu nur noch in den Wald reinfahren. Auch schön gemacht. Hier noch eine Wasserstelle. Also in jeder Ecke hier an dieser Karte irgendwas anzuschauen. Landschaftlich echt schön gemacht, also muss ich echt sagen. Je nachdem, ob man jetzt Fan ist von solchen Karten natürlich. Und ja, ich bin es. Ganz klar. Hier geht es noch weiter. Auch überall Einzäunungen. Also in manchen, wie gesagt, schon Einzäunungen hier. Hier noch ein Fluss. Hier geht es wieder in den Wald rein, da hoch. So, und hier geht es dann schon zum nächsten Hof. Das ist auch der einzige Hof, der jetzt Pferde beheimatet. Die laufen hier auch schön. Ihr seht es ja hier. Auch leicht im Hang hier. Passen, sie haben 6 Pferde rein und dann ist hier auch schon wieder Schluss hier. Aber alles in Ordnung. Ein kleiner Hof. Sonst hat es hier nichts Großes. Hier steht noch ein Boot rum. Ja. Hier noch ein Rasenmäher. Hier noch ein bisschen Abstellmöglichkeit. Hier kann man auch noch hier hochlaufen. Geht hier auch in den Wald. Also hier kann man dann zur Not auch noch ein bisschen Forst betreiben hier oben. Natürlich, klar. Hier geht es ja noch ein bisschen in den Wald rein. Und auch hier immer wieder irgendwas an Häusern und Dekorationsmaterial. Also. Hier noch ein See. Hier allerdings jetzt nichts, das ist bloß so eingezäunt. Genau. So sieht's aus. Feine Sache, das. Gut. Noch eine Brücke über den Fluss. Und auch hier sieht echt auch schön mit den Steinen außen rum. Hier haben wir dann schon die ersten wieder die nächsten Felder hier auch schon. Hier sind wir ja schon wieder im Flachland hier unten. Und auch noch mal hoch. Und die Felder sind auch hier nicht so groß, ne? So, hier haben wir dann die BGA. Hier noch ein Silo. Hier die BGA. Nicht wirklich groß, aber ich würde sagen, reicht auch aus hier. So. Hier haben wir ein kleines Wohngebiet hier noch im Bau. Befindliches. Dann haben wir hier die eine Tankstelle. Dann kommen wir jetzt hier zum Maschinenring rüber. Nämlich den Maschinenring Walchen. Und dann hier rein. Da wird dann auch wieder Abstellmöglichkeiten hier. Hier noch ein Silo. Bisschen ein Mischplatz, vermutlich eher. Das sind 2 größere Silos hier noch. Und hier hinten sind dann noch die Kühe verbaut.
Da passen 125 Kühe dann rein. Die haben dann hier den Platz, ist nicht so viel, aber reicht vollkommen aus. Hier außen rum. Okay. Gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind jetzt praktisch hier überall außen rum gefahren. BGA warmer. Hier Maschinenring warmer empfahlen. Mal kurz an den Shop am See. Hier eine Abladestelle am See. Auch hier schön gemacht, die Verkaufsstelle in den Boden, wenn es die ist. Die müsste es aber eigentlich sein hier. Genau. Schön. Gut. Da waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Gehen wir nochmal kurz zum Viehhändler. Fehner sieht hier so aus, bekannte Gebäude. Hier kommt er, könnt ihr hochfahren. Und hier habt ihr dann auch diese Flachlandfelder. Hier könnt ihr auch, wenn ihr wollt, euren eigenen Hof hinstellen. Dürfte hier eigentlich gar kein Problem darstellen. Hier unten geht es im Endeffekt genauso weiter. Hier unten, ja, das ist überall genau gleich. Wir können ja mal rüber gehen, dann müssen wir dann ins Tal hintere fahren. Ja. Und er sieht einfach auch so aus wie da vorne. Relativ eben hier hinten. Auch mit größeren Feldern jetzt ein bisschen, aber nicht zu groß. Auch mit kleinen Maschinen, wie vorher gesagt, alles handelbar. Auch hier noch Unterstellmöglichkeiten hier. Also gar kein Problem. Und auch hier, der Hintergrund ist echt schön gestaltet hier. Sieht echt gut aus. Genau. Gut, das war hier unten nochmal so. Mein Beispiel, wie es aussieht. Wir waren jetzt hier außen rum. Ich würde sagen, wir waren, glaube ich, hier waren wir, glaube ich, schon, gell? Ja, auf dem Hof waren wir schon. Dann waren wir noch nicht auf diesem Hof hier. Auf den Zwerger. Hier haben wir dann zwei Fahrsilos drin. Dann habt ihr hier wieder eine Kuhweide. Beziehungsweise waren wir hier schon, hier waren wir noch nicht. Eine Kuhweide. Allerdings war es hier mit dem Verkaufspunkt von den Tieren, Verkaufspunkt von den Tieren ein bisschen anders. Man musste, glaube ich, hier hingehen. Genau. Passen 75 Kühe rein in den Stall. Hier sind Unterstellmöglichkeiten. Hier kann man auch noch hochfahren. Ja, zur Anführungszeichen Hauptstraße hier. Genau. So. Jetzt haben wir diesen Hof. Waren wir auf diesem Hof schon? Nein, da waren wir noch nicht. Das ist dann der nächste Schafhof hier. Da habt ihr hier wieder eine große Schafweide verbaut. Auch die Tür geht auf. Und die, na, ja. Und die Schafe kann man dann auch wieder hier kaufen. Passen 100 Schafe in den Stall. Hier ist auch Silo verbaut, wie es aussieht. Unterstellmöglichkeiten hier. Hier kann man auch wieder zur Hauptstraße fahren. Hier kann man im Hof rumlaufen. Hier die Straße unten. Hier noch ein bisschen was zum Unterstellen hier. Ja. Schön. Das war der Hof. Und ich glaube, jetzt fällt eigentlich nur noch der Schweinehof hier. Oh, der einzige Schweinehof von der Karte hier. Zumindest fest verbaut. Die sind hier. Ich bin jetzt nur nicht mehr sicher, wie viel da reinpassen, aber ich glaube, das waren 200, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Kann ich jetzt gar nicht mehr auswendig sagen. Ich glaube, es waren aber 200.
Genau. Gut. Wie gesagt, sorry, ich finde es hier gerade, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel hier, es ist einfach viel zu viele Höfe, um sich das alles zu merken hier. Ah, hier war es doch. 150 Schweine passen also hier rein. Gut. Okay. Also echt schön gemacht hier, das Ganze. Und ich glaube, wir sind jetzt komplett hier überall gewesen, ne? Ja, was soll ich sagen? Eine schöne Map. Ja, Link wieder in der Beschreibung, wenn es euch gefallen hat. Däumchen oder Abo, je nachdem. Ich würde mich freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Tschüss.